Guten Morgen. Letztes Mal, als ich etwas auf die Zielhofreise gezeigt habe, hast du das gesehen, wo die Kette kaputt gegangen ist. Ich werde euch darum heute mal den normalen Ablauf zeigen, wenn man so eine Zielhofreise rausnimmt und wieder rein tut. Das ist im Normalfall eigentlich nicht einmal so eine riesen Hexerei, wenn sie nicht kaputt ist. Also, das Wetter stimmt auch. Die Sonne geht langsam auf hier bei uns im Oberbaselbiet. Bei uns ist alles fit, Robi. Ja. Alles fit im Schritt. Ja, jetzt. Also. Ey, was machst du jetzt? Und in der Zwischenzeit ist, er da. Das ist die Power aus dem Osten, das ist der Robi. Jetzt haben wir den Deckel hier abgenommen. Das ist hier, wo die Fräse rauskommt. Das sind jetzt die Deckel, die hier am Boden sind. Die kommen hier rein. Und dann kommt hier der Fräsarm zu diesem Loch aus. Der Andi ist jetzt hier schon mal die Schrauben am Lösen, versteckt sich gerade hinter der Silofräse. Das ist alles zu groß. Der Schrauber ist zu groß. Der Schrauber ist zu groß. Achso, ja, für zwei Schrauben. Und, ja. Also, jetzt haben wir hier vor dran das Gestell hier. Das hat der letzte Mal vielleicht auch schon gesehen. Auf diesem Gestell fahren wir jetzt die Fräse raus. Und hier muss man jetzt immer schauen, dass der Arm, der obere Fräsarm, auch wirklich da vorne steht. Weil man hat hier, auf diesem Uhrli sieht man im Normalfall, hier drauf sieht man, wo der Arm steht. Aber es ist nicht immer gesagt, dass die Uhr und der Arm auch übereinstimmen. Aber das ist jetzt der Fall. Dann muss man beim Rausnehmen immer ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass noch der Fräsarm, der oben beweglich ist, am Silorand ankommt. Gut, Schwung an. Der nächste Schritt ist eben hier der Arm, das ist ja der Fräsarm. Und der geht auf dieser Fräse im Kreis, fräst alles dort hinten, in der Mitte des Silo geht es runter. Und die Schäufel hier, die schaffen es noch aus der Fräse raus. Und dann kommt es hier vorne raus, das ist das, was ihr vorher gesehen habt. Auf dieser Seite hier kommt es raus, weil es mit diesen Schäufel hier rausgeschafft wird. Und zuerst tut man immer kurz Arm machen, nennt man das. Das heisst, der Arm fräst nicht ganz bis außen in den Rand des Silo, damit in der Mitte des Silo ein Dom entsteht. Dann geht in der Mitte alles Material am Boden. Und nachher verlängern wir und fräst jeweils bis außen. Das heisst, dass dem Fräse eigentlich immer nur die äußersten 30 cm muss fräsen und der Rest geht eigentlich selber runter. Oder nicht, Robi? Genau. Hätte mir so ist. Korrekt erklärt. Zwar nicht auf Hochdeutsch, aber ich verstehe es trotzdem. Eben, auch versteht es. Die Woche oder die letzten zwei Wochen haben wir überall ein bisschen reingeschaut. In die Güllenlöcher haben wir reingeschaut. Und jetzt schauen wir noch ins Silo rein. Dann mal schauen, wie das hier innen aussieht. So. Auf den Scheinwerfer beleuchtet es schön. Du seht ihr jetzt hier, also ich kann den Kopf nicht weiter rein, da kommt Gas raus. Das ist jetzt der Dom in der Mitte. Und die Silofräse muss eigentlich immer nur außen abfräsen. Und wir müssen jetzt eigentlich den Arm verlängern, dass es eben bis außen fräset. Und es nur von oben hochrutscht. Sonst würde es jetzt einfach so bleiben. Ist das gut? Das ist ja kurz. Ja. Und jetzt ist das Teil drinnen. Hier das Zwischenstück. Und jetzt haben wir hier gerade irgendwie 30 cm mehr, wo wir fräsen können. Und das Zwischenstück an der Kette hat er natürlich auch noch reingemacht, der Robi. Jetzt zieht er hier an. Das ist jetzt ein super amerikanisches System. Da kann man die obere Kette ziehen, wir jetzt so an. Jetzt schieben wir die Fräse wieder genau gleich rein, wie wir sie rausgenommen haben. Und nachher. Können wir noch wieder rauslassen. Jetzt
sind wir fertig. Gute Stunde. Reise los, reise den. Merci vielmal. Merci vielmal, ja. Fragt euch vielleicht, warum nimmt jetzt der Meidrösche schon wieder vor? Jetzt hat er doch erzählt, sie seien fertig mit Putzen. Ja, das ist wahr. Das ist unser letztes Projekt jetzt noch. Und zwar mögt ihr euch vielleicht daran erinnern, dass wir diesen Dröscher, also mit dem Dröscher diesen Sommer einen kleinen Unfall hatten. Also einen kleinen, ja, ziemlich heftigen. Und zwar haben wir einen Schacht verwischt mit dem Balken. Der Balken ist total schade, da gibt es einen neuen auf die nächste Saison. Und jetzt müssen wir aber noch herausfinden, ob der Schrägförderer, also hier, die Aufnahme vom Balken, gleichzeitig auch noch verschoben worden ist. Sollte der wirklich kaputt sein, müsste man den allenfalls eben auch wechseln. Entweder wechseln oder reparieren, das wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und darum nehmen wir den jetzt weg. Weil, würden wir noch warten und das erst im Frühling machen, kann es sein, dass wir vielleicht die Ersatzteile nicht ganz so schnell überkommen, weil vielleicht ist da eine lange Lebensfrist drauf. Und jetzt wollen wir den Fall auch mit der Versicherung abschließen. Also jetzt schauen wir, ob der Schrägförderer gerade oder nicht gerade ist. Wenn er nicht gerade ist, tun wir ihn exakt ausmessen. Und dann können wir mit der Versicherung schauen, was wir noch schlussendlich machen müssen. Heute Morgen ist es soweit. Es nimmt den Schrägförderer drauf. Der erste Schritt ist der Rahmen hier. Den bauen wir jetzt hier dran, den haben wir ursprünglich mal. Ah, den hat er mal gebaut für meine Hochzeit. Da ist mal ein Sofa vorne dran gehangen. Und jetzt brauchen wir den. Ja, passt ja, wer angossen. Jetzt können wir hier den Traktor vorne dran stellen. Hier. Und oben. Und dann können wir mit dem Schrägförderer nur wegfahren mit dem Traktor. Direkt vom TÜV und der Walti mit seinem Büro Super Six. Wir haben ja letztes Mal auch mal den Traktor angeschaut, den vom. Auch vom Walti. Kachli. Ja, das war im Kachli sein. Und jetzt schauen wir im Wirts Walti sein an. Der Büro Super Six direkt heute durch den TÜV gekommen. Walti, wo hast du den her? Ja, da habe ich vor etwa 21 Jahren vom Bauer abgekauft. Vom Baselbietel. Und was ist die Besonderheit am Super Six? Weißt du, die Leute haben keine Ahnung von Traktoren. Ja, das ist einer der grössten Bäuer, 1970 haben sie den bauen. Und von denen hat es 56 Stück gegeben, wenn man nicht ganz täuscht. Und 9 Allrad. Und die sind einfach heute begehrt, gesucht. Der hat einen Mercedes 6 Liter Motor drauf, also 6 Zylinder. Power bis hin. Walti hat immer mit Freude, wenn er mit seinem Traktor bei uns etwas machen kann. Dann nimmt er ihn einmal wieder vor. Und dann hast du selber restauriert, ja? Das ist halt immer bei diesen Altheimern, ist das, einerseits ist das Freude an der Maschine und andererseits ist es halt auch Hobby und Basteln dran, gell? Ja, macht auch Freude. Und jetzt ist er heute wieder durch den TÜV durchgekommen. Kontrolle gehen. So sieht er aus. Schweizer Produkt. Gut finden. Also.
So, und jetzt sind wir ein bisschen weiter. Leitungen abgehängt, Schrauben gelöst. Und was denn? Der Walti noch hier, der uns auch noch etwas unterstützt. Der hat auch noch etwas Verschraubungen und Zeug, weil das ist immer ein bisschen eine Sache bei den Hydraulikschläuchen. Dann hängt man etwas ab und nachher läuft einfach das Öl nach. Wegen dem sollte man dann ein bisschen Verschraubungen drauf tun. Und da sind wir jetzt nicht so wahnsinnig gut ausgerüstet mit so Verschraubungen, weil es halt auch so mäßig viele verschiedene gibt. Aber hier haben wir von recht viel Zeug abgenommen. Elektronik und sonst auch Riemen ist alles drauf. Jetzt geht es eigentlich nur noch um diese drei Schläuche. Und wenn wir hier eine passende Verschraubung finden, dann können wir ihn drauf nehmen. Hier noch ein exklusives Angebot von Andy in seinem Verkaufsecke. Zwei John Deere Rad. Andy, was ist speziell an diesen John Deere Rad? Kannst du uns da schnell weiterhelfen? Ja, es sind einfach Verstellfelgen, man kann dort die Spur schön einstellen. Und sie waren ursprünglich aber 50, 65 John Deere gewesen. Aber den haben wir in der Zwischenzeit nicht mehr, aber die Rad sind dann nicht ganz mitgegangen oder der hat sie nicht wollen. Und für 990 Franken könnte man sie haben. Verhandlungspreis. 990 Franken Verhandlungspreis. Und die Dimension ist, ich kann mir noch drauf schauen, 320, 85, 32. Wollen wir gerade noch das Lochmaß durchgeben? Also das Lochmaß für die, die es interessiert, ist 200. Es hat 8 Löcher. Und das Innenmaß vom inneren Loch ist 150. Also wenn ihr Interesse habt an diesen Rädern, dann geht auf leimenhof.ch, dort ist unsere E-Mail-Adresse drauf. Oder schickt einfach, wenn ihr jetzt das könnt merken, ein E-Mail an info@leimenhof.ch. So, jetzt geht's los. Jetzt haben wir mal schauen, ob wir den Schrägförderer drauf bringen. Hier ist eigentlich alles drauf. Hier ist gut. Sehe ich auch nichts mehr. Und Walti, der Fuchs hat noch herausgefunden, dass der Sensor noch dran ist. Das haben wir nicht gesehen, es war ein bisschen hinten dran versteckt gewesen. Oder wir haben zu wenig geschaut. Aber jetzt haben wir das auch noch herausgefunden. Jetzt sind wir für alles weg gewesen. Von Ihnen nicht mehr? Nein. Gut. Und da hat noch einer gesagt, hier in diesem Team, ich will keine Namen nennen, das kleine Traktörchen macht den Schrägförderer nie laufen. Und heute Schnüffi, souverän, he? Überhaupt kein Thema. Und jetzt sehen wir hier in die Innereien rein von diesem Dröscher. Wenn wir gerade dran sind, machen wir noch neue Dröschlisten rein. Wir sind jetzt anfangs 6 Jahre und man sieht, hier sind überall ein bisschen abgelaufene Stellen. Hier gibt es neue Dröschlisten. Und ob jetzt der Schrägförderer wirklich krumm ist oder nicht, das merken wir erst, wenn wir jetzt den professionell ausmessen. Das erfahren wir dann in einem anderen Video. Für heute ist es gesehen. Wir lassen es draussen regnen und ich gehe jetzt heute Nachmittag bei diesem Wetter ein bisschen ins Büro. Und morgen machen wir hier an diesem Dröscher weiter. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Bis nächste Woche, bis zum nächsten Video. Ich habe versprochen, ich mache noch einmal ein Hochdeutsches. Es wird halt im nächsten wieder so weit sein. Und danke vielmals fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Merci und tschüss.